Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fußball Tenable. Und zwar habe ich ja mit dem Danny die erste Folge aufgenommen und ich habe mir gedacht, es wäre auch ganz cool, wenn wir mal ein paar andere YouTube-Größen hier ranholen. Und deswegen ist heute der liebe Luca bei mir im Video zu Gast. Luca, was geht ab? Einen wunderschönen guten Tag, YouTube-Größe. Was ist das für eine wunderschöne Begrüßung? Also, kann man schon sagen, oder? Ja, das stimmt. Es ist ein sehr, sehr cooles Format. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Und dann schauen wir mal, wer heute besser abschneiden wird. Ja, ich glaube, ich habe da keine Sorgen, dass du das gut machen wirst. Für diejenigen, die noch nicht die erste Folge geschaut haben, ist hier oben nochmal verlinkt, aber ansonsten könnt ihr auch gerne mit dieser hier reinstarten. Fußball Tenable ist im Prinzip sehr, sehr einfach. Es läuft so, wir haben jeder für den jeweils anderen drei Kategorien vorbereitet in einem Video und innerhalb dieser Kategorien hat man 3 Minuten Zeit, um 10 maximale Punkte rauszuholen. Das heißt, Kategorie ist zum Beispiel Torschützenkönige in der Bundesliga und dann hat der Luca eben 3 Minuten Zeit, mir so viele zu nennen, wie er eben weiß, kriegt dafür Punkte. Am Ende des Videos hat derjenige gewonnen, der die meisten Punkte über 3 Kategorien gemeinsam gesammelt hat. Das ist eigentlich schon alles. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, du darfst jetzt erstmal aussuchen, ob du anfangen möchtest zu beantworten oder mir lieber die erste Kategorie stellen willst. Ich würde sagen, du darfst die erste stellen, weil ich ja Gast bin. Ich darf die erste stellen. Okay, ja. Ich habe tatsächlich ein paar vorbereitet. Ich scrolle jetzt hier mal gerade so ein bisschen durch, was ich dir am ehesten stellen mag. Luca ist natürlich Köln-Fan, das heißt, ich habe auch ein bisschen was zum FC vorbereitet. Aber ich glaube, wir starten rein mit einer... Ja, ich glaube an dich. Also, erste Kategorie, für die du 3 Minuten Zeit hast, ist die folgende. Du nennst mir bitte maximal 10 Familien mit 2 oder mehr Brüdern, die im Profifußball aktiv sind oder aktiv waren. Okay? Okay. Also Brüder im Profifußball, 3 Minuten läuft ab jetzt. Mit Vor- und Nachname oder? Nö, kannst mir einfach die Familiennamen sagen. Ja, dann Thuram. Thuram ist... Hat der einen Bruder? Ah ja, der hat einen Bruder, Kefrem, ne? Ja, Thuram ist richtig. Hummels. Hummels ist auch richtig. Sané. Sané ist auch richtig. Götze. Götze ist wundervoll. Junge, du bist richtig wundervoll am Gucken, sogar. Schon 4 Stück, Alter. Ja, aber jetzt, Also vielleicht als... Ayu. Agu? Nee, Ayu. André so. Ayu und Jordan Ayu. Das ist richtig, ja. Ich habe Agu verstanden. Ich glaube, wir wissen nicht, dass der einen Bruder hat. Nee, das wüsste ich auch nicht. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ja, wie gesagt, man hat, ach, das habe ich gar nicht vergessen zu erklären. Man hat auch natürlich 3 Leben. Wenn was falsch ist, darf man 2-mal neu raten. Genau. Okay, also 2-mal kann ich falsch tippen, theoretisch. Genau, genau. Ja. Wie viel habe ich jetzt? 5? Du hast 5 aktuell, ja. Boah, es gab doch letztens Hernandez. Ja. Es gab doch dieses EAFC-Event jetzt letztens, ne? Mit Mann und Frau auch. Nee, Mann und Frau nicht, nur Brüder. Okay, okay, okay. Die müssen auch nicht zwingend aktiv sein. Es gibt doch, dass ich einige, die schon Karriere beendet haben. Ja gut, dann Hoeneß. Sehr gut. Ah, ist sie dann? Also der Luca und der Dings, ne? Ja, ja. Ja. Gerade an Zinedine gedacht, weil ich glaube, der hat keinen professionellen Bruder, aber die Kinder, ja. Guter Call. Hat, glaube ich, sogar gespielt, ne? Wie viel habe ich jetzt? 6 oder 7? Du müsstest 8 sogar haben, oder? Warte. 8, okay. Ja, 8 Stück. Ach, dann nehmen wir noch... Wie lange habe ich noch zeitlich? Du hast noch 1 Minute 10, also du bist sehr, sehr gut in der Zeit unterwegs. Toni Kroos. Ja, dann fehlt dir nur noch einer für die vollen 10 Punkte. Noch irgendjemand... Ah, dann nehmen wir noch Inzaghi. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, weil du hast echt ein paar richtig große vergessen. Ich dachte, wir können auch die Zeit jetzt stoppen. Ist eine ganz gute Kategorie zum Reinkommen. Ich kann dir nochmal ein paar Namen vorlesen, die du nicht genannt hast. Zum Beispiel Boateng. Ja, stimmt. Ja. Oder Hazard. Ne? Ja, okay. Also da wären durchaus einige gewesen. Aber ich meine, du hast alles geschafft, was es zu schaffen gilt. 10 Punkte auf dein Konto. Ein sehr, sehr guter Einstand für dich. Und ich würde sagen, ich bin ready für deine erste Kategorie. Ich würde sagen, wir starten. Du bist ja leidenschaftlicher Bayern-Fan. Oh no. Wir starten mit den Top 10 Torschützen von FC Bayern. Of all time? Ja, of all time. Okay, 3, 2, 1. Wir starten rein. Okay. Top 10 Torschützen All-Time, würde ich behaupten, ist auf jeden Fall Gerd Müller drin. Yes. Dann haben wir natürlich Robert Lewandowski. Yes. Wir müssten auch Thomas Müller drin haben, der müsste auch so um die 250 haben. Sogar richtige Reihenfolge bisher von 1. Echt? Okay, ja. Geil. So. Ich glaube tatsächlich Arjen Robben, das sage ich noch nicht, aber ich glaube, der hat auch mindestens 100. Die Frage ist, wer von weil früher gab es ja auch deutlich weniger Spiele, so, ne? Also von den alten Größen. Also ich kann dir einen Tipp geben, ich glaube 2
sind noch so ein bisschen älter. Ja. Beziehungsweise drei, aber die anderen sind schon so 2000er Wende. Ja, das habe ich hier fast gedacht. Ich würde tatsächlich einfach mal mit Robben gehen. Robben auch dabei, Platz 7, 144. Dann würde ich noch mit, war der lang genug da? Ich würde mit Mario Gomez gehen. Gomez ist nicht dabei, ne? Okay, das erste Leben weg. Ist weg. Okay, einmal darf ich noch falsch raten, sonst wäre ich raus beim dritten Mal dann. Das Ding ist, es sind so viele Stürmer in meinem Kopf beim FC Bayern, aber ich weiß halt nicht mehr genau, ob die lang genug da waren, um genug Tore zu erzielen. Ribéry hat auch viele Tore gemacht, aber wenn Robben schon nur 7 ist, ist Ribéry, der war eher so der Assister, wahrscheinlich eher so 11, 12 um den Dreh. Klose? Auch nicht, nee. Klose ist nicht dabei? Nee. Oh, crazy. Luca Toni, Giovanni Elber haben wir noch, wir haben... Wie lang waren die denn alle da? Ich meine, es könnten natürlich auch Leute sein, die länger dabei sind, aber nicht unbedingt Stürmer sind. Ich meine, Matthäus hat auch sehr viele Tore gemacht. Der war aber natürlich auch noch bei Inter und bei Gladbach. Ich habe noch eine Minute Zeit. Boah, das ist echt nicht so. Ich sag Luca Toni. Nee, der ist auch nicht dabei. Oh no! Oh, das war peinlich. Wie viel hatte ich? 4? 4 hattest du, ja. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Sag mir, wer war der Rest? Boah, ich hätte, glaube ich, eher auf die Alten gehen sollen. Ja, also Karl-Heinz Rummenigge hättest du, glaube ich, noch wissen können. Ja, habe ich auf jeden Fall auch dran gedacht, aber ich dachte, ich will eher die Neuen machen. Roland Wohlfahrt sagt mir jetzt nicht so viel. Nee, keine Ahnung. Dieter Hoeneß. Ja. Elber wäre dabei gewesen. Oh nein, ich hätte eher Elber nehmen sollen. Dann, da war ich ein bisschen enttäuscht. Pizarro auf der 9. Boah, ja, da, über den habe ich auch eben nachgedacht, aber ich dachte mir, boah, ich weiß nicht, ob der lang genug da war. Das war also das Problem, ne? Wie viele Saisons war der da? Boah, das kann ich dir jetzt gar nicht so viel. Guck mal gerade nach einmal nebenbei, weil das interessiert mich. Weil ich dachte, der wäre nur so drei Saisons da gewesen oder so. Ah, der war ja zweimal da, stimmt. Der war ja zweimal da. Der war von 1 bis 7 und von 12 bis 15 da. Ja, gut. Und auf der 10 tatsächlich war noch Ribéry. Oh no, 124. Okay. Ja. War ein bisschen unglücklich. Also auf jeden Fall, also Wohlfahrt und Hoeneß, weiß ich nicht, ob ich da drauf gekommen wäre, aber so 6, 7 hätten schon drin sein müssen. Das heißt, nach der ersten Runde steht es 10 zu 4 für dich. Alter, eine Machtdemonstration. Das ist eine absolute Machtdemonstration. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Kategorie. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen angeteasert eben, du bist FC-Fan, deswegen habe ich wie du bei mir mit Bayern auch etwas mit dem FC bei dir gemacht. Und ich hätte gerne von dir, wir haben im Vorfeld schon mal drüber geredet, also so eine Beispielkategorie, deswegen weiß ich nicht, ob du dich darauf vorbereitet hast, wahrscheinlich nicht, die Top 10 Rekordtransfers des ersten FC Köln. Ja. Ich sag dazu als kleinen Tipp, weil ich sehe schon die Angst in deinen Augen, du kennst jeden davon und es ist auch nichts, was sehr lange her ist alles, okay? Aber es sind immer Spieler, die zum FC gekommen sind. Spieler, die zum FC gekommen sind, ja, genau. Okay. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, wir starten und du kannst mir nennen. Okay, wir gehen natürlich mit Lukas Podolski. Das ist tatsächlich richtig. Von Bayern nach Köln müssten 10 oder irgendwie so gewesen sein. Alter, sogar die genaue Summe, das muss eigentlich einen Extrapunkt geben. Dann haben wir Córdoba, waren glaube ich 25 oder so damals. 17, aber 17. Ja. Mit Bonus und so, ne? Denke ich auch, ja. Das sind die Top 2. Das sind die Top 2. Ich würde... Giroumel? Der hat es knapp nicht in die Top 10 geschafft. Das wäre dein erstes Leben. Ich glaube, der ist irgendwie, weiß ich nicht, 12. 13. oder so. Okay, boah, das ist echt schwierig, weil ich finde es unfassbar schwer, weil man bei diesen Summen ja nicht so sicher sein kann. Das stimmt, aber ich kann dir so sagen, ich kann dir mal sagen, du hast ja 17 gesagt, ist Córdoba und 10 sind Podolski. Der 10. hat um die 5 gekostet. Also niemand unter 5 ist drin. Okay, niemand unter 5. Falls dir das was hilft. Und ich habe ein Leben schon verloren. Ah, das ist ja, also wie gesagt, du kannst alle kennen. Jannes Horn, 7 Millionen von Wolfsburg, Platz Nummer 6. Generell eher Offensivspieler als Defensivspieler. Offensiv. Obwohl, geht gar. Also zwei IVs sind auch noch dabei, sehe ich gerade. Wir gehen, ich glaube, das war deutlich weniger, aber wir gehen noch mit Chabot. Chabot ist nicht dabei, das heißt, wenn du jetzt nochmal rätst, dann bist du raus. Einen hast du auch schon gerade eben gesagt, nur du hast gesagt, der wäre es eher nicht. Girassi? Nee. Das wär's gewesen. Anthony Modest kam für 4,5, also knapp 5 von Hoffenheim. Der wäre Platz Nummer 10 gewesen. Okay. Ansonsten, also
wie gesagt, du warst natürlich sehr, sehr unlucky, dass die Schüsse, die du geschossen hast, teilweise halt daneben gingen, weil es ist alles sehr, sehr close. Borno, 8 Millionen von Anderlecht, wäre Nummer 3. Das wäre der eine Innenverteidiger, dann Jorge Meret für 7. Okay. Wusste ich auch gar nicht, dass der so teuer war. Janis Horn hattest du gesagt. Dann haben wir noch Duda für 7, Anderson für 6,5, Skiri für 6. Skiri war ich mir nicht sicher. Da habe ich überlegt gehabt. Ja, okay. Ja, und Dominik Drexler für 4,5, ja. Ja, okay. Eine schwierige Kategorie. Absolut, absolut. Also bei so einem Verein wie Köln, also ist es sehr, sehr schwierig, weil einfach die Summen auch so nah beieinander sind, ne? Also wir hatten 8, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5 so. Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Ich dachte, ich nehme es trotzdem mit rein. Die Top-Leute hast du ja auch bekommen. Das heißt, es sind nach dieser Kategorie 3 Punkte für dich und du stehst bei 13. Dann mach gern deine nächste Kategorie. Ich habe jetzt natürlich die Chance aufzuholen. Ich bräuchte 9 Punkte, um gleich zu ziehen. Ah. Wie habe ich die Kategorie genannt? Die Top 10 teuersten Transfers zur Bundesliga hin. Zur Bundesliga hin? Ja. Okay. Das ist ja irgendwie, also nicht komplett, aber fast gleichbedeutend mit die Top 10 Transfers des FC Bayern. Wir gucken mal. Also, Zeit startet jetzt. Gut, also Top 10 Transfers zur Bundesliga hin. Müssen ja auf jeden Fall schon mal 3 Bayern, ja, jetzt nicht Legenden, aber große, große Transfers gewesen sein. Ich würde einfach mal mit Harry Kane gehen. Mhm. Dann hätte ich Lucas Hernandez. Yes. Matthijs de Ligt. Yes. Das sind so die easy ones, die wirklich richtig viel Asche gekostet haben. Ist auch die Top 3 wieder, also genau wie vorher. Ja, das habe ich mir gedacht. Danach hat es gut nachgelassen, wir sind gespannt. Danach hat es sehr, sehr gut nachgelassen. Das Ding ist, es ist ja auch nicht innerhalb der Bundesliga, weil es gab ja auch so hier Julian Draxler und so, der ist dann irgendwie für, ich glaube, 40 fast oder so, aber innerhalb gewechselt. Das würde ja nicht zählen, sondern muss ja von außerhalb in die Bundesliga sein. Also so können wir es auch machen. Ich hätte gemeint quasi, wenn halt ein Bundesligisten-Spieler gekauft hat, egal ob es aus der eigenen Liga ist oder halt. Okay. Aber wir können das auch sonst rauslassen, klar. Das geht auch. Wir machen wirklich außerhalb der Bundesliga in die Bundesliga rein. Gut. Ja, oder dann, ja, ist cooler auch. Wie viel hat denn Leipzig für Openda bezahlt? Das war auch nicht wenig. Ich sag Openda. Er ist tatsächlich, weil wir jetzt drüber geredet haben, in die Top 10 reingerutscht. Big. Dann ist, welcher Platz ist der Nummer 10? Der ist 10, ja. Boah, wer war denn noch so teuer, auch bei den Bayern? Für wen hat man denn noch so viel Geld bezahlt? Javi Martinez? Yes. Der müsste auch so 42 gekostet haben, ja. Ich überlege sonst, für wen hat man denn noch so viel Geld bezahlt? Außerhalb in die Bundesliga rein. Irgendein Dortmunder ist ja bestimmt noch dabei. Ich glaube, das Ding ist, wenn Openda, der war auch, glaube ich, 35. 38,5. Boah, das ist Sebastian Allaire? Nee. Boah, der war nämlich auch 35 irgendwie sowas um den Dreh. Und das ist, glaube ich, der Rekordzugang von Borussia Dortmund. Das heißt, Dortmunder sind halt gefühlt schon raus, ne? Allaire war 31. 31 nur, okay. Ja. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ich muss nochmal an Bayern denken. Wen haben die denn noch so geholt in den letzten Jahren? Waren halt auch viele Leihdeals dabei. Sascha Bue war jetzt auch knapp da drunter. Palinha wäre drüber gewesen, der kam nicht. Wie viel war denn Leroy Sané? Yes. Wie viel war denn Coman, als der gekommen ist? Ich glaube, der war ja bei Dings damals. Ich sag Coman? Nee. Ah, der war billiger. Ich habe 5 jetzt, ja, ne? Noch relativ jung, glaube ich. Ne, jetzt hast du 6. 6 habe ich. Innenverteidiger, Upamecano, aber das wäre innerhalb der Bundesliga. Es sind safe auch noch irgendwelche anderen Vereine daran beteiligt gewesen. Bremen, Stuttgart, wen sage ich denn noch? Okay, Zeit abgelaufen. Boah, wie viel habe ich? 6 hab ich gesagt? Du hast 6, ja. Ja, ist okay. Ich hätte ja lieber 7, 8 wäre, glaube ich, besser gewesen. Sag mir mal, wer noch auf der Liste gewesen wäre. Hattest du Kim genannt? Ah nein, oh nein! Ja klar, oh Mann, ja, safe. Habe ich nicht also, genannt, nee. Kim, Upamecano. Aber Upamecano kommt doch von Leipzig, das ist ja dann auch wieder Liga-intern. Ah ja, stimmt, nee, aber den haben wir eh nicht genannt, stimmt. Das habe ich jetzt gerade vertauscht. Tolisso noch. Oh, für der war so teuer. 41,5, komplett verdrängt. Javi Martinez 40. Arturo Vidal 39. Oh, okay, der war auch so teuer. Genau, und dann wäre es tatsächlich schon Josko Gvardiol und Szoboszlai gewesen von Leipzig. Ah, okay. Die haben auch so viel für Gvardiol bezahlt von Kroatien damals. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Damals, ja.
Ey, okay, aber wenn ich die Namen höre, muss ich sagen, mit 6 bin ich doch durchaus zufrieden. Damit stehst du weiterhin bei 13 und ich stehe bei 10, richtig? Ernüchternd. Ja, das ist ernüchternd. Das heißt, es kommt jetzt auf die letzte Kategorie an. Ich frage mich, was ich dir da geben soll, weil ich habe schon ein paar gemeine, aber eigentlich will ich das ja nicht. Ich will, dass es spannend ist. Was haben wir denn noch? Kann man das hier bekommen? Eigentlich kann man das bekommen. Pass auf. Die nächste Kategorie, die ich dir stelle, ist nicht FC-relatiert, sondern Bundesliga-relatiert. Genauso wie du mir gerade auch. Und zwar ist die nächste Kategorie meiste Bundesligaspiele für einen einzigen Club ab 2000. Habe ich einfach gemacht, damit die ganzen Wolfgang Overaths und was weiß ich, dass die alle raus sind, weil da hat keiner Plan, wer wie viel hat. Das ist sehr lieb von dir. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein, weiß ich nicht, Sebastian Polter insgesamt 400 hat, aber die sind halt aufgeteilt, dann kommt er halt nicht in diese Liste rein. Okay? Okay, okay. Boah, seit 2000. Also kurze Frage, 2000 heißt jetzt zum Beispiel Oliver Kahn, der schon vor 2000 da ja auch bei Bayern gespielt hat, glaube ich, überhaupt. Also weiß jetzt nicht, ob es genau, überhaupt stimmt. Genau, der hat, war vor 2000 bei den Bayern und war auch, glaube ich, und war halt auch davor noch beim KSC. Diese Spiele zählen alle nicht, das heißt, die fahren alle raus. Okay, das heißt, es sind wirklich, also 2000 beginnt die Zeitrechnung. Ich gebe dir als kleinen Tipp vorher, es sind nur 2 auf dieser Liste nicht mehr aktiv. Der Rest spielt auch noch. Okay. Einfach, damit es für dich netter ist. Gut, also. Zeit läuft ab jetzt. Wir gehen mit Max Arnold von VfL Wolfsburg. Alter, Big, das ist dein erster Call. Das ist Platz Nummer 6. Dann nehmen wir Jonas Hector vom FC. Der ist nicht dabei. Der ist nicht dabei! Also ich kann noch mal gerne nachschauen. Nebenbei. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht dabei ist. Denk dran, es zählen halt Bundesligaspiele, ne? Ach, zweite zählt gar nicht. Ja, okay. Also Wikipedia sagt, er wäre tatsächlich dabei. Aber halt knapp. Guck mal gerade, ich habe halt die Daten von Transfermarkt genommen. Aber rat schon mal gerne weiter. Also Max Arnold war auf jeden Fall richtig. Ich guck mal nebenbei weiter. Kann auch sein, dass meine Zahlen halt nicht ganz richtig sind. Jonas Hector ist nicht dabei, weil der auch 90 Spiele in der zweiten Bundesliga gemacht hat. Deswegen. Ja, okay. Okay. Dann nehmen wir Christian Gentner vom VfB. Das ist auch nicht richtig, das ist dein auch zweites nicht. Leben. Ach, krass. Ich werde mal hier ein bisschen intervenieren. Geh mal bitte ein bisschen mehr auf diese so absolute Legenden für ihre Clubs. Wirklich, also du hast die Größten alle nicht genannt bis jetzt. Aber ich habe die zwei Größten, also Christian Gentner, Stuttgart-Legende, Hector, FC-Legende. Also mit Legenden das ist, von den Vereinen. Das ist richtig, Hector ist halt das Problem mit der zweiten Liga. Ich weiß nicht, wie das ja, bei Gentner ist. Gentner war ja auch, glaube ich, immer relativ verletzungsanfällig und alles, ne? Und dann war er irgendwann bei Union und war ja auch zweite Liga noch mit dabei. Genau, eben. Wolfsburg, Union. Legenden. Und er war halt bei mehreren Clubs halt, ne? Das ist halt das Problem. Ach, stimmt, der war ja auch noch bei Wolfsburg. Ja, ja. Okay, warte, wir überlegen mal. Also wen ich gerne nennen würde, aber ich glaube nicht, dass es stimmt, weil der war ja auch lange bei Wolfsburg. Ja, warte, aber wenn du jetzt einen nennst, bist du raus, ne? Ja, den nenne ich nicht. Ich will dir nur meinen Gedankengang äußern. Den sage ich in den letzten 2 Sekunden, wenn ich noch ein Leben habe, nämlich Hasebe. Aber ich weiß nicht, der wurde ja noch 2008 Meister. Vor allem, so kleiner Tipp, der war halt auch bei mehreren Clubs so, ne? Ja, ja, also ich weiß, dass der bei Wolfsburg war und dann ist er irgendwann nach Frankfurt. Also auch noch bei Nürnberg. So, deine Zeit läuft langsam ab. Denk mal an Bayern und Dortmund-Legenden, bitte. Bayern und Dortmund. Schweinsteiger? Oh nein! Nicht? Nee, Schweinsteiger ist nicht dabei. Ja, okay, ja, gut. Oh, da hast du jetzt ein bisschen gechoked. Da hast du jetzt ein bisschen gechoked. Ist nicht dabei. Was? Ist er knapp nicht dabei? Ich glaube, er ist relativ knapp nicht dabei. Ich habe mich halt von einer Liste von Transfermarkt inspirieren lassen. Wie gesagt, immer diese ganzen, es ist ja nur aus Spaß hier, diese ganzen Daten natürlich mit Vorbehalt. Kann sein, dass es Listen gibt, wo es irgendwie anders ist. Jonas Hector haben wir gerade ja schon gesehen, wegen der zweiten Liga. Bastian Schweinsteiger. Sekunde, die Zeit wäre jetzt eh abgelaufen. Hier steht zum Beispiel 342 Spiele gemacht. Das wäre eigentlich, laut meiner Liste, wäre das drin. Pass auf. Dann geben wir dir, wir machen es jetzt so. Also anscheinend, habe ich den übersehen. Wir nehmen Schweinsteiger mit, geben dir den Punkt und du kannst jetzt noch einmal raten, wenn du möchtest. Ja, okay, dann nehme ich noch Thomas Müller. Thomas Müller ist richtig, dann kannst du nochmal raten. Philipp Lahm? Philipp Lahm ist nicht dabei. Auch nicht? Nee, ich glaube nicht. Krass.
Also. Weil der war ja nur ein Jahr beim VfB, sonst war der ja immer nur bei Bayern. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt nicht hier einfach eine Liste mir rausgesucht habe, die komplett falsch war, aber ich habe mich darauf verlassen. Wir gucken mal, Philipp Lahm. Von wann bis wann hat er denn gespielt? Er hat noch beim VfB Stuttgart 2 Jahre ausgeliehen. Und ansonsten hat der gute, na, knapp unter 300 steht hier auf der Liste drauf. Das heißt, der wäre nicht drin. Ja, okay. Pass auf, wir machen es jetzt so, wenn es nicht ganz richtig ist, dann tut's mir leid, aber wir nehmen jetzt aber meine Liste. Auf der 1 ist natürlich Thomas Müller, ganz klar. Auf der 2 ist Mats Hummels mit 360 Spielen. Dann haben wir Roman Weidenfeller. Hummels habe ich aber gesagt, oder? Hummels hast du nicht gesagt, ne? Habe ich nicht gesagt? Hummels hast du nicht gesagt, ne? So, der war die ganze Zeit immer. Aber für Dortmund dann so viele Spiele, oder? Ja, ja, für Dortmund so viele, ja. Spiele. Das ist ja der Witz. Okay. Der war ja auch lange bei Bayern oder zumindest ein paar Jahre, aber er hat bei Dortmund die meisten Spiele gemacht. Weidenfeller, Patrick Herrmann, Stefan Kießling, Manuel Neuer. Dann kommt Max Arnold und dann kommen noch zwei Legenden von jeweiligen Clubs, die einfach absolut Dauerbrenner sind, in Oliver Baumann und Christian Günther. Ja, okay. Ja. Also, wie gesagt, Leute, mit Vorbehalt, ne? Kann sein, dass es Lahm vielleicht auch noch reingeschafft hätte. Ich habe mir einfach eine Liste genommen und wenn die nicht ganz richtig ist, dann ist es halt eben so. Ist natürlich jetzt bitter für dich, weil du im Endeffekt jetzt 3 Punkte nur gesammelt hast, nämlich Arnold, Schweinsteiger und Thomas Müller. Aber das macht es, dass du bei 16 bist und ich muss immerhin jetzt 6 Punkte in der finalen Kategorie holen, um dich einzuholen. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt auf deine nächste Kategorie. Nur kurz die richtige Liste raus, nicht, dass wir gleich auch wieder Probleme haben. Ja, also wie gesagt, es kann halt passieren, dass man da irgendwie Fehler macht. Das Problem bei diesen Statistiken, was so Tore, Spiele und so angeht, ist ja auch sowieso, guckst du auf Wikipedia, guckst du auf Kicker, guckst du auf Transfermarkt, sind das alles komplett verschiedene Zahlen so. Ja, das stimmt. Okay, ich hab meine. Jo. Und zwar ist die dritte Kategorie für dich Fußballprofis, die mit mindestens 2 Vereinen die Champions League gewonnen haben. Oh, okay. Das kriege ich hin, glaube ich. Also, damit ich nicht so viel vorher überlegen kann. Timer läuft. Boah. Das Problem ist, ich glaube tatsächlich, dass es sehr viele Alte auch sind. Aber es geht. Also, sind auch ein paar Bayern-Spieler. Also als erstes würde ich sagen Toni Kroos. Toni Kroos ist richtig. Glaube ich, ein richtiger Call. Bayern Real, fällt mir direkt noch David Alaba ein. Auch richtig. Gibt es noch wen von Bayern? Bestimmt. Ich gehe mal gerade durch. Hat Shaqiri mit Liverpool die CL gewonnen? Oder war der da nicht da? Boah. Ich behalte mal Shaqiri im Hinterkopf, aber ich sag's mal noch nicht. Ansonsten, so etwas ältere. Ich weiß, dass Clarence Seedorf, glaube ich, sogar mit 3 Vereinen die CL gewonnen hat. Ist das ein Guess oder ist das mit das dir? Ist ein, nee, das ist ein Call. Also ja. Safe. Müsste Ajax, Real und... Weiß ich gar nicht, wer der dritte... Ajax, Real und AC müsste es gewesen sein, ja. Ja. Kovacic? Müsste mit Chelsea und Real, oder? Oder nee, mit City und Real. Ja, ich glaube, Kovacic, der ist doch erst... Ja, guck mal gerne nach. Muss ich kurz nachschauen? Stoppst du die Zeit? Nee. Lass ruhig weiterlaufen. Ich überlege einfach nebenbei weiter. Ja, Kovacic ist doch erst... Ich bin mir ziemlich sicher, dass der mit Dings gewonnen hat. Entweder mit City oder mit Chelsea. Ich glaube, der ist genau so gewechselt, dass es nicht passt. Aber er war ja vorher bei Chelsea und den hat er mitgenommen, glaube ich, den Titel. Wo Havertz das Tor geschossen hat. Champions League tatsächlich mit Chelsea, ja. Gut, ja, ja. Vergess. Boah, es sind noch ein paar Ältere, ne? Wer war das denn noch? Ich glaube, ich habe ja auch ein paar Leben. Ich sag Gerard Piqué, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gelesen habe irgendwann mal, dass der mit United auch die CL gewonnen hat damals. Genau, der war ein Jahr ausgeliehen, glaube ich, richtig. Es könnte 5. auch sein, dass hier Thiago mit Barca gewonnen hat. Ich sag Thiago. Schnell nachschauen. Ist noch irgendwer von Bayern weggegangen? Robben. Thiago ist richtig. Lewandowski. 40 Sekunden noch. Wer hat denn in den letzten Jahren gewonnen? Irgendwer von Real zu City gegangen noch? Nee, ne? Chelsea, Real. Hazard war da schon weg, als Chelsea gewonnen hat. Oder? Hazard? Ja, Hazard war ja schon weg. Aber Hazard war weg, ne? Ich schaue nochmal ganz schnell, also ich schaue zur Sicherheit. Boah. Sind noch alte Leute. Ich sag Eto'o noch, Eto'o könnte auch sein, irgendwie mit Inter oder so. Eto'o ist richtig. Oh. Ich sag noch Deco als letztes. Deco könnte auch sein. Weil ich meine, Deco, der war in der Mannschaft mit Mourinho, der bei Porto gewonnen hat und dann wahrscheinlich noch mit Barcelona oder so. Deco ist auch richtig, yes. Geil.
Aber weißt du, wen du vergessen hast? Wen habe ich vergessen? Goat. Also ach ja, Ronaldo. Oh mein ja. Gott, einfach Ronaldo nicht genannt. Oh. Also du kommst auf Piqué wegen Real Madrid, nicht wegen Real, sondern wegen Barca und Man U. Aber das ist, du kennst das ja auch, manchmal hast du so die wildesten Fakten in deinem Kopf irgendwo gespeichert, aber du siehst halt dann also dass man Ronaldo hier nicht nennt, ist ja wirklich, also sehr peinlich so. Ansonsten wäre doch Van der Sar wär dabei gewesen. Mhm. Xabi Alonso. Oh, ja. Liverpool und Bayern, ne? Liverpool und Real Madrid. Ah, okay, ja. Okay, ey, aber ich bin zufrieden. Das heißt, ich habe tatsächlich mit einem Punkt gewonnen, oder? Du hast jetzt 8, also du hast 10, du hast 18. Ah, da habe ich 18, du hast 16? Ja, okay. Um ehrlich zu sein, ich glaube, das war so ein bisschen meiner blöden Liste beim hier Spieler mit den meisten Spielen für einen Club geschuldet. Aber... ich glaube, es ist trotzdem fein. Am Ende geht es hier ja auch nur darum, dass wir ein bisschen Spaß haben und ein paar lustige Kategorien uns angucken. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut sehr, sehr gerne bei Luca vorbei. Da haben wir das nämlich so gemacht, dass wir ein Video derselben Art gedreht haben, sodass ihr quasi zwei Folgen habt zu gucken. Der Kanal von ihm ist verlinkt, das Video wahrscheinlich hier auch irgendwo. Aber generell lasst gerne auch bei ihm einen Daumen, einen Follow und was weiß ich da auch. Auf Instagram ist alles unten verlinkt, ist einfach ein super, super Typ. Und falls ihr mehr Bock habt auf Football Tenable auf diesem Kanal, vielleicht auch mit anderen Gästen, schreibt mir auch das gerne unten in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.